Servus, guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mich freut es natürlich sehr, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr nicht dabei seid, freut es mich eher nicht so sehr. Ich werde, es ist doch eher frischer innen. Heute ist ein freier Tag wieder mal. Ich hatte jetzt in letzter Zeit wenig Zeit hier, um in der Werkstatt was weiterzubringen. Ich richte aber nebenbei meine neue Höferkantenmaschine her. Also hier meine neue Höferkantenschleifmaschine, neue. Sie ist aus dem Jahre 1969. Die Maschinennummer 267, die Firma war damals im Entstehen, war eine ihrer ersten Maschinen, so würde ich das hier herauslesen. Das ist ein eigenes Video, heute geht es darum, dass ich in der Werkstatt einmal einheizen werde. Das mache ich jetzt schnell. So, der Ofen brennt lichterloh. Thema Einheizen erledigt. Nächster Punkt, ich rufe Erich an, frage ihn kurz, wie es ausschaut. Erich hat eine sehr lange Nummer. Das war ein langer Weg, bis ich mir das gemerkt habe. Servus Erich, wie schaut's aus? Wie geht's dir heute? Hast keine Zeit auf einen Kaffee? Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir sehen uns. Servus. Erich hat keine Zeit heute. Er hat eigentlich das Gespräch eigentlich abgewürgt, kann man sagen. Jetzt werde ich noch die Nadja schnell anrufen, fragen, wie sie geht. Jetzt wird schon warm. Die schneidet diese Videos immer. Servus Nadja, wie schaut's aus? Wie geht's dir? Okay, du schneidest, ich wollte nur wissen, wie es dir geht, passt, schönen Tag, tschüss. Punkt 1 erledigt, Feuer wurde gemacht. Alle angerufen, die ich kenne und habe gefragt, wie es ihnen geht, das ist oft wichtig, die Leute freuen sich. Ruft auch jemanden an, den ihr in der Woche ca. 40 Mal anruft und fragt nochmal nach, wie es ihnen geht. Nächster Punkt, heute will ich die Maschinen eigentlich servicieren. Da ich wusste, dass ich in nächster Zeit wenig Zeit habe, habe ich die ganze Werkstatt unlängst gereinigt, habe wirklich alle Maschinen ausgesaugt, ausgeblasen und habe mir vorgenommen, wenn ich einmal so einen halben Tag Zeit habe, werde ich die Maschinen wieder schmieren. Das ist ganz wichtig, aber bevor wir die Maschinen schmieren, werden wir bei den Hühnern ein wenig Futter bringen, werden die Eier abnehmen, die Wiese kurz schneiden und dann erst werden die Maschinen gewartet. Ein langer Weg noch bis hin zur Maschinenwartung. Wenn das Wiesen schneiden und Hühner Eier abnehmen jetzt so lange dauern würde, dass es nicht mehr zeitmäßig möglich ist, heute die Maschinen zu warten, dann werden die Maschinen heute nicht gewartet. Auf los geht's, los! Wenn ich zu den Hühnern gehe, muss ich natürlich eine Kleinigkeit mitnehmen, denn sie freuen sich ja. Da diese Hühner ja quasi aus einer Legebatterie kommen, sind sie es nicht gewohnt, dass sie sich auf die Stange hier setzen und somit ist alles quasi verschmutzt von ihnen. Sie schlafen hier im Nest auch. Und dann gibt es natürlich einige Eier, die verschmutzt sind. Die nehme ich dann mit und gebe sie in ein Wasserbad. Und die gewaschenen Eier kommen dann wieder in die Aufbewahrungsbox. Nächster Punkt auch erledigt. Auf jeden Fall, die Tiere haben Futter. Jetzt geht's weiter. Die Wiese muss geschnitten werden. Auf zweimal den halben Hof und den anderen halben Hof mähe ich in 2-3 Tagen. Das gebe ich dem Schaf und der Ziege, sind alle glücklich. Und die Blätter werden quasi vom Rasenmäher mit aufgesaugt und das essen sie auch. Thank you.
In Hühnern schmeckt es auch noch. Der Einzige, der hier nichts zu essen hat, das bin ich. Auf jeden Fall, der nächste Punkt ist erledigt. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Ich klatsche, dann sind wir dort. Jetzt wird einmal der Benzinkanister aufgefüllt, also der Tank vom Rasenmäher. Und dann geht es weiter mit den anderen Punkten. Denn das war, glaube ich, das letzte Mal mähen heuer. Und ich nehme an, für den Akku wird es besser sein, wenn er den Winter über voll geladen lagert. Also bei mir ist es ja auch so, wenn ich nachts schlafen gehe, ist es mir ja auch lieber, wenn ich voll gefressen, will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich es halt so bin. Jetzt noch eine kleine Sache am Rand. Ich habe mir diesen Anschlag, also diese Zinken-Anreißmaschine gekauft vom Veritas. Die habe ich mir bei Dignum bestellt. Das kann man oben aufs Hirn quasi anlegen und hat hier die Schräge und kann das gleich überwinkeln. Braucht nicht extra einen Winkelhaken, man ist schneller. Das hätte ich gebraucht vor 10 Monaten circa. Das hat jetzt aber so lange gebraucht, bis es zu mir gekommen ist. Auf jeden Fall, das kommt jetzt in meinen Werkzeugkasten und ich hoffe, ich brauche es bald. So, und jetzt kommen wir zur Schmierung der Maschinen. Anfangen werden wir mit der Schelling-Hobel-Abricht-Kombinierten. Diese Unterlagen hat mir der Peter zugeschickt aus Tirol. Schöne Grüße ins Tiroler Ländle und danke für die Unterlagen. Es ist wirklich extrem super. Hier stehen Schmiernippel drauf, die habe ich nicht mal gewusst, dass sie in der Maschine sind. Und jetzt habe ich das gelesen und ich habe ungefähr die Hälfte der Schmiernippel gar nicht gefunden. Die sind versteckt. Zuerst ist aber hier wichtig, ich lese das vor. Vor dem Schmieren mit der Fettpresse deren Mundstück, also von der Fettpresse, wo das Fett herauskommt, sowie die Schmiernippel peinlich sauber reinigen. Also peinlich sauber. Also es muss einem unangenehm sein, so sauber muss das sein. Und in die Fettpresse gehört nur ein für hohe Touren geeignetes Fett und die Hobelwelle nach 100 Betriebsstunden nur etwa 5 Stöße, nicht zu viel, sonst werden die Lager heiß, das steht auch hier. Zum Höhenverstellen nur einen Stoß und gewisse Sachen gehören nur mit Öl. Jetzt muss ich die Maschine mal abblasen, reinigen. Peinlich sauber. Puh. Jetzt habe ich alles sauber gemacht, zusammengekehrt, abgeblasen, das habt ihr noch gesehen. Und in der Zwischenzeit war ich auch auf der Mülldeponie. Man glaubt im Video, es schaut alles so einfach aus. Dazwischen passiert so viel, ein Wahnsinn. Hier drinnen kann man erkennen, also hier in dieser Rolle unten, ne, der Plattenrolle, oder wie man dazu sagt, verbirgt sich oft ein Dreck. Und dann kann sie sich nicht drehen. Hier ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, jetzt drehen sich diese Rollen da unten auch. Vorteil, wenn sich diese Rollen drehen, das Teil geht leichter durch. Also man braucht da nicht wegen jeder Kleinigkeit ein Gleitmittel, sondern es rutscht alleine durch. Und jetzt geht's los. Hier, dieser Schmiernippel gehört gewechselt. Hier oben könnt ihr es sehen, hier ist keine Eisenkugel. Also da ist eine Feder mit einer Kugel. Hier kann man es sehen, hoffe ich. Das heißt, das dichtet ab. Und hier ist es nicht abgedichtet. Das heißt, da muss ich einen neuen Schmiernippel hinein und muss dazu den alten herausdrehen. Jetzt werde ich aber zur Sicherheit noch einmal hier ausblasen. Und jetzt muss ich den herausbekommen irgendwie. Ich probiere das mit der Ratsche, aber ich befürchte, das wird nicht gehen. Nein, das geht nicht. Ich habe das verglichen, hier, das ist ein 11er, 12er Gabelschlüssel und hier drinnen ist ein ganz ein anderer, der ist viel kleiner. Okay, dann bekomme ich das auch nicht hinein, muss ich schauen, ob ich sowas habe. So, jetzt habe ich natürlich so einen Schmiernippel nicht, jetzt muss ich einen bestellen und muss mit diesen alten wieder arbeiten und muss den alten wieder hineindrehen, hilft nichts. Ich glaube Trichternippel. Oder wie sagt man zu denen? Jetzt
muss ich hier auch diese Abdeckung herunternehmen. Denn da gibt es auch jede Menge zu schmieren. Wird jetzt eine schmierige Angelegenheit. Also Strom auf jeden Fall abdrehen, wenn man Maschinen schmiert. Jetzt gehen wir mal auf Schmiernippelsuche laut Plan. Also Plan, Plan. An der Hobel Schmierlippe, bla, alle 100 Betriebsstunden, zwei Höhen, passt. Und hier gibt es Rückschlagsicherung Ölen, das ist das hier. Dann Schmierung einmal, hier ist eine Schmierung. Jetzt werde ich alle Schmiernippel mit der Luftpistole benibel reinigen. Hier unten immer kontrollieren, ob die Feder noch hier ist. Wo ist hier ein Schmiernippel? Hier ist ein Schmiernippel. Hier, hier, hier. Hier sollte noch einer sein. Aber wo? Hier unten ist auch ein Schmiernippel. Hier auch. Das Blöde hierbei ist, das sind lauter verschiedene Schmiernippel. Ich könnte die zwar alle tauschen, aber ich habe verschiedene Fettpressen, somit ist das egal. Wichtig immer das passende Fett, nicht dass ihr Butterbrot Fett hineinschmiert. Das braucht Hochgeschwindigkeitsschmiere. Ich ziehe mir dann beim Schmieren Handschuhe an und somit werde ich jetzt gleich alle abblasen, ausblasen, alle Schmiernippel. Auch hier bei der Tischfräse, Schmiernippel, Schmiernippel, hier unten, Schmiernippel, hier oben. Gibt es hier welche? Nein, hier beim Auf- und Abfahren könnte es aber schon irgendwo eine geben. Gibt es nicht. Ich würde sagen, wir gehen es an. Ich arbeite jetzt wirklich nach Plan, damit ich nichts vergesse. Zuerst ziehe ich mir die Handschuhe an. Das sind meine Schmierhandschuhe. Die werden nach einmal Schmieren entsorgt, denn die schauen dann aus. Die Schmierpresspumpmaschine, diese auch benibel sauber halten. Den ersten Drucker hinaus, ob überhaupt was geht. Es kommt was heraus. Hier steht, vor dem Schmieren mit der Fettpresse deren Mundstücke benibel sauber reinigen. Alles erledigen. Die Fettpresse nur reinen, das ist auch richtig. Hobelwelle, alle 100 Betriebsstunden, etwa 5 Stöße mit Fettpresse schmieren. Bei übermäßigem Schmieren werden die Lager heiß. Also 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Wenn es hier herinnen herausgedrückt wird, ist das nicht gut. Da ist irgend so ein Ring. Und wenn man diesen Ring dann herausdrückt, dann kann natürlich wieder Schmutz hinein. Hier auch. 1, 2, muss ich mich rüberstellen. 3, 4, 5. Das ist erledigt. Jetzt kontrolliere ich wieder nach, ob noch was herauskommt. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Das Handrad Höhentriebwelle, vorne und hinten. 2 Höhentriebdrucklager, Spindlager und Spindelmutter bei der wöchentlichen Reinigung schmieren. Okay. Also hier unten, so einmal hier, ah, hier habe ich einen übersehen, hier, warum hier, okay, hier geht nichts hinein, hier ist es auch sehr schwer hineingegangen. So. Hier ist eines, so einen Drucker, hier ist eines, einen, kommt noch was, ja, hier einen, zack, hier die paar versteckten. Für diese Schmiernippel hier brauche ich meine andere Fettpresse. Jetzt gehen wir zur Fräse hinein, dort werden wir auch schmieren, bei diesen zwei Schmiernippeln, das ist so ein
zentrales Schmiersystem, aber das kommt wieder heraus. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass es voll ist. So, das ist sauber. Und hier, das werde ich auch gleich abwischen. Und jetzt fahre ich da unten, kann ich hinein. Fünfmal habe ich da unten jetzt geschmiert, sonst ist hier nichts. Und jetzt nehme ich mir diese hier her. Mit diesen kann man diese Trapez, was so eine Sutte haben. Da werde ich aber auch erst schauen, ob was herauskommt, passt. Ja, das ist hier so, es kommt gleich heraus. Hier unten ist noch so ein Schmiernippel. So, ich weiß ja gar nicht, ob die hier alle irgendwie was durchlassen. Kommt mir stellenweise eigenartig vor.